Hallo, heute mal ein etwas anderer Hintergrund, ein anderes Format, also das Videoformat nicht, aber so wie ich es drehe. Und zwar gibt es heute wieder ein Fashion-Video. Ich dachte, ich zeige euch mal wieder die Outfits der letzten Wochen, die ich sehr, sehr gerne getragen habe. Aber zu Hause kann ich heute nicht drehen, da ist Full House und da habe ich keine Ruhe. Deswegen drehe ich hier im Studio und wir gucken mal, wie wir das so finden. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall das erste Outfit, das hier nämlich. Das Kleid kennt ihr vielleicht schon aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Das hatte ich mir für meine Schwangerschaft bestellt und ich muss sagen, da passt auch viel, viel rein. Ich trage es aber auch jetzt noch super gerne. Das ist von Essentiel Antwerp und ich mag, dass das so in Plissés fällt. Das ist irgendwie super luftig, leicht, perfekt für den Sommer, hat so ganz dünne Träger nur, die man hinten auch verstellen kann. Und es gab es in verschiedenen Mustern und Farbgebungen. Ich habe mich jetzt für das hier entschieden und trage dazu einfach so ein ja, Tuch, so ein Satin-Seidentuch. Das war, glaube ich, mal von H&M und ist aber auch schon viele, viele Jahre her. Aber ich mag das im Moment total gerne, gerade wo es so heiß ist. Heute ist es auch super heiß. Es ist früh am Morgen und schon über 30 Grad. Da finde ich, ist es irgendwie ganz angenehm, dass da im Nacken so ein Tuch ist. Und dann ganz schlicht trage ich dazu einfach nur Ballerinas von Marks & Spencer. Die mag ich im Moment sehr gerne, weil die einfach so klassisch sind. Und so sieht das dann aus. Das Outfit hier mag ich im Moment sehr gerne, weil es mich irgendwie an Urlaub erinnert. Ich habe so Urlaubsvibes, wenn ich das Outfit anhabe. Plus, es ist total bequem. Ich trage diese wunderschöne Latzhose von Cézanne. Dieser Shop hat einfach Sachen, Wahnsinn. Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, hat der irgendwie noch mal so besonderere Sachen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das sind Klamotten, in denen ich mich wohlfühle, die zu meinem Kleiderschrank passen, aber die immer so ein Müh besonderer sind als andere Sachen. Wie eben dieser Jumpsuit, der an sich total schlicht geschnitten ist, aber der dann eben komplett in dieser Lochstickerei gehalten ist, was ich so wunderschön und romantisch und sommerlich finde. Ich liebe das total. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, den im Winter zu tragen, mit Pullis oder so. Heute aber ganz schlicht mit einem T-Shirt einfach. Das ist so ein T-Shirt mit so boxy Schultern. Das ist von Arket in so einem blassen Grün. Und dann trage ich eine Tasche. Die ist auf der einen Seite so, auf der anderen so. Die war mal von C&A. Ich finde die super cool. Ich mag die total gerne. Die passt sehr viel rein, nämlich für Einkäufe eigentlich immer. Und dann trage ich Schlappen von Marks & Spencer. Ich sage es immer wieder, das sind die bequemsten Sandalen. Die haben irgendwie so ein unglaublich weiches Fußbett. Ich finde, die sehen cool aus. Ich mag es sehr gerne. Ich zeige es euch mal im Ganzen. Das nächste Outfit ist super schlicht. Ein typisches Office-Outfit eigentlich. Besteht aus wenigen Teilen. Aber irgendwie mag ich die einzelnen Teile einfach sehr gerne. Das erste ist diese Bluse hier von Marks & Spencer. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie liebe ich die total und trage sie und trage sie und trage sie. Vielleicht auch wieder, weil das so ein schlichtes Teil ist, was aber so ein bisschen besonders gemacht ist. Also erstmal hat man hier so diesen, ist es ein Giraffenprint? Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall finde ich die Farben auch total schön, dieses Beige und Weiß. Und dann ist es so luftig leicht geschnitten und auch so ein bisschen abgerundet, was ich auch immer sehr schmeichelnd finde. Also ich finde, dass man die Bluse auch so tragen kann, offen. Und das trage ich eigentlich selten bei solchen typischen ja, Blusen zum, ne, so ins eigentlich reinstecken, Office-Blusen. Und dann stecke ich die aber dennoch gerne in die Jeans rein. Gerne mit Spiegel, jetzt gerade ohne. Ich hoffe, dass das ungefähr so aussieht, wie es aussehen soll. Aber ich finde, die fällt irgendwie immer gut. Also ob man die jetzt so offen trägt oder reinsteckt, ich finde, irgendwie sieht die immer gut aus. Die Jeans, die ich trage, das ist die Redone Stovepipe Jeans. Die habe ich überall auf Instagram und YouTube gesehen und alle meinten immer, das ist die beste Jeans, die beste Jeans. Ich musste sie dann probieren.
ich muss sagen, die ist halt super high-waist. Also die geht wirklich über meinen Bauchnabel drüber, was nie passiert. Und die ist super weich, eine gute Länge und ja, irgendwie echt bequem. Und dann trage ich diese Sonnenbrille, die ist von Captain & Son und heißt Florence. Und ich liebe diese Form. Die ist komplett in Schwarz, ich finde die klassisch und die ist irgendwie schick. Die kann man irgendwie immer tragen, trage ich aber auch gerne so einfach drin, damit ich sie nicht verliere. Aber mal so das ganze Outfit. Und dann natürlich noch die Schuhe. Die habt ihr jetzt vielleicht nur von Weitem gesehen. Das sind diese Ballerinas hier von Marks & Spencer. Ich liebe die. Die sind irgendwie klassisch. Ich mag momentan total gerne so klassische, zeitlose Dinge. Und Ballerinas gehören definitiv dazu. Die sind auch super bequem und schick. Ich mag auch, dass die hier so ein bisschen eckiger sind und nicht so spitz zu laufen. Und ich finde, dadurch ist es einfach so ein klassisches, zeitloses Outfit, was immer geht. Aber ich fühle mich irgendwie pudelwohl. Nach diesem Kleid fragt ihr bei Instagram immer. Deswegen wollte ich es euch hier auf jeden Fall nicht vorenthalten. Wo ist die zweite Tasche? Komm her, da ist sie. Es ist nämlich ein Kleid mit Taschen. Ich liebe es so sehr, so praktisch einfach. Das ist ein ganz luftig, leichtes Maxi-Kleid von Marks & Spencer. Und ich mag eigentlich echt alles daran. Man kann das hier so schön in der Taille ein bisschen enger schnüren. Wie gesagt, es hat Taschen, es ist langärmlich, es ist aber sehr luftig, leicht geschnitten. Das heißt, ich schwitze nicht mehr darin, als ich in kürzeren, knapperen Sachen schwitzen würde. Und ich mag es einfach sehr gerne. Dann habe ich dazu meinen Blair-Moment von Gossip Girl. Ich liebe im Moment diese Haarreifen. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie finde ich, dass das so ein Outfit voll aufwertet. Und für den Komfort trage ich die Schlappen von Marks & Spencer, die ihr alle braucht, wenn ihr Komfort wünscht und solche Sandalen liebt. Und so sieht es im Ganzen aus. Dieses Set habt ihr, glaube ich, auch schon ungefähr 1 Million Mal bei Instagram gesehen, aber ich liebe das total, auch hier wieder. Irgendwie was Schlichtes, Komfortables, was in meinen Kleiderschrank passt, was aber trotzdem irgendwie besonders ist. Und zwar ist es ein Set von Cézanne in so einem Navy-Blau. Ist hochgeschnitten, ganz simpel, hat dann aber diese Lochstickerei und hinten, zeige ich euch gleich auch, ist es so überkreuzt. Sieht total hübsch aus. Und dann dazu diese Hose, die ultra bequem ist. Ist so eine Shorts, die aber so ein bisschen länger ist, was ich sehr gut finde. Also ich mag die Länge so total gerne. Auch wieder sehr schlicht geschnitten, hat dann aber eben unten auch diese Lochstickerei, wofür sie bekannt sind, was ihr jetzt vielleicht schon merkt. Und das Material ist an sich so ein bisschen dicker, fast wie so ein Sommerstrick oder so. Das ist keine Wolle oder so, auf keinen Fall. Und ich liebe das einfach so sehr. Das kann ich mit Sneakers tragen. Das ist so ein bisschen so ein Bruch von diesem Zierlichen und was Sportlichen. Oder wie heute trage ich es mit Ballerinas. Das sind Ballerinas von Marks & Spencer, die natürlich so dieses Très Français oder Française widerspiegeln und irgendwie so diesen französischen Vibe mitschwingen lassen. Dann trage ich eine Brille von Captain & Son. Das ist die Florence. Auch sehr klassisch und finde ich passt irgendwie immer. Und die Kette ist übrigens von Mejuri. Das ist ein Anhänger und die Kette sind einzeln. Werde ich euch auch verlinken. Und die Tasche trage ich einfach irgendwie momentan total gerne. Das war mein Goodie, kam mit Produkten. Die ist von Drunk Elephant gewesen. Also ich habe keine Ahnung, ob man die irgendwie so kaufen kann. Aber ja, einfach so eine knallpinke Tasche. Weiß ich nicht, irgendwie schreit es für mich nach Sommer. Die ist schön groß, die ist irgendwie bequem. Und ich finde irgendwie, macht die immer was her. Und im Ganzen sieht es dann so aus. Für das Outfit ist es speziell heute zu warm, aber es gab solche Temperaturschwankungen, dass ich
das Outfit auf jeden Fall ziemlich oft getragen habe die letzten Wochen. Auch weil man das halt irgendwie das Hemd ausziehen kann, wenn es wärmer wird oder nur das Top anhat und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich ganz praktisch, zumal es manchmal abends halt super frisch geworden ist, wenn es am nächsten Tag geregnet hat oder so. Anyway, auf jeden Fall ist das grüne Set hier von ASOS, besteht aus diesem eher schweren Hemd in diesem wunderschönen Grünton, das ich total liebe. Kann man einfach so tragen oder eben so ein bisschen hochgekrempelt, wie ich es gerade gemacht habe. Trage ich gerne so geschlossen, aber eben auch offen wie jetzt. Und trage ich gerne in Kombination mit der dazugehörigen Shorts oder eben mit irgendwas anderem. Dann trage ich mein heißgeliebtes Top von H&M, was ihr schon tausend und einmal gesehen habt. Das ist so cropped, das ist praktisch, das ist bequem. Ich trage es ständig. Und dann eben diese Shorts hier. Die sind so ein bisschen wie so Boy-Shorts, als hättet ihr die weiten Boxershorts eures Partners an. Mag ich aber sehr gerne, sind einfach super bequem, haben hier Taschen und ich mag das Outfit so super gerne. Dann wieder natürlich die Sonnenbrille, die einfach zu jedem Outfit passt. Und ich trage meine Sneakers dazu, die sind von New Balance. Ich weiß gerade nicht genau die Nummer. Lass es 530, 520, 320. Irgendwie sowas in der Art sein. Ihr werdet sie auf jeden Fall in der Infobox verlinkt bekommen. Da werde ich auch immer oft nachgefragt, weil die wohl sehr oft ausverkauft sind. Ich hatte sie bei ASOS gekauft, aber die kommen, glaube ich, immer mal wieder rein. Die sind ultra bequem. Ich mag sie sehr. Ich bin sehr spät auf den Zug aufgesprungen, aber trage sie ständig. Und das Outfit im Ganzen sieht dann so aus. Und das war's zu dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir mal, wie ihr das fandet hier in der neuen Umgebung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.